das Unternehmen Peneda in Atzbach im Bezirk Vöcklabruck. Hier stand 1922 eine Hof- und Wagenschmiede. Der Urgroßvater der heutigen Geschäftsführer hat sie gegründet. Allerdings, das Geschäft lief nicht gut. Sein Sohn hat es gerettet. Das hat kein Geschäft mehr eigentlich gegeben. Und das hat er halt wieder aufgebaut. Und er hat einfach alles angenommen, was er gekriegt hat. Eben unter dem Motto, geht nicht, gibt's nicht. Er hat dann eine Dachrinne gemacht. Und wie transportiert man auch noch dazu mal so eine Dachrinne? Und das hat er dann einfach gemacht auf zwei Fahrerl, einer vorne, einer hinten. Und so sind die da umeinander gefahren. Aus der einstigen Schmiede ist eine Schlosserei entstanden. Weil die Bauern, die sie noch immer mehr selber gemacht haben, die Pferde sind da zurückgegangen, Traktoren sind gekommen, Landmaschinen. Und so war es nämlich klar, dass das Geschäft da zurückgeht und neue Orientierung gebraucht hat. In den 60ern spezialisieren sich die Penedas aufs Bauen von Industriehallen. Die gab es damals nur in Amerika. Das war dann auch so interessant, weil damals hat ja keiner Englisch können bei uns und die ganzen Anleitungen, wie sie die zusammenbauen, war alles auf Englisch. Und die haben ja auch keine Zentimeter gehabt, sondern Zoll gehabt. Jetzt haben die das zuerst einmal alles umrechnen müssen und einmal schauen müssen, wie geht denn das? Kein Mensch hat bei uns Englisch können und somit haben sie es dann noch die Bilder gemacht. Also es war ein richtiger wilder Ritt durch das Ganze. Auch heute noch baut der Betrieb Hallen und produziert Brandschutztüren. 100 Jahre Firmengeschichte haben die Penedas hinter sich. Mit vielen Auf- und Abs. Die größte Krise haben wir 2010, 2011 gehabt. Wir haben auch in ein großes Werk investiert, in ein Großbereich investiert. Und zwar eine Neuerung am Markt, eine revolutionäre Betriebsidee. Und das ist aber nicht aufgegangen. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig für so erfolgreiche Unternehmer, wie es der Vater und der Onkel auch waren. Immer alles aufgegangen, immer gewachsen. Und dann musste man auf einmal was zusperren. Das Unternehmen hat Geschäftsfelder aufgegeben und sich weiterentwickelt. 2022-23 hat es ein Rekordgeschäftsjahr gegeben mit 113 Millionen Euro Betriebsleistung. Wenn man die Dinge macht, wenn man die gern macht, dann ist es auch nicht schwer. Wenn man so ein Lebenswerk übergeben kriegt, ist natürlich voll viel Stolz dabei und es ist einfach total schön. Beate und Christian Peneda sind bereits die vierte Generation und führen einen Betrieb, der aus einer kleinen Schmiede entstanden ist.